Sind die Siddhis Wunderkräfte, die auf dem Yoga-Weg auftreten können, Hilfe oder eine Gefahr auf dem spirituellen Weg? Siddhis sind außergewöhnliche Fähigkeiten. Sie können sowohl Hilfe sein, als auch Gefahren sein. Es gibt verschiedene Formen von Siddhis. Die einfachen Siddhis heißt, man lernt, das zu manifestieren, was in einem ist. Es gibt eine wichtige Yoga-Schrift, die nennt sich Yoga Sutra. Das ganze dritte Kapitel beschreibt die sogenannten Siddhis, die man entwickeln kann. Und Siddhis sind zunächst mal nicht nur ganz außergewöhnliche, sondern Siddhi kann auch heißen, sich selbst besser zu verstehen, sich in jemand anders besser einfühlen zu können, andere Menschen besser verstehen zu können, mehr verstehen zu können, was ist meine Bestimmung, was ist meine Aufgabe, was ist mein Karma, was ist mein Dharma, also mein Schicksal und meine Aufgabe. Die Fähigkeit, sich klein zu machen, wird dort beschrieben, also demütig zu sein. Die Fähigkeit, sich groß zu machen, Verantwortung zu übernehmen. Und das ist das Schöne, Yoga entwickelt diese psychischen Kräfte ganz besonders. Dann gibt es weitergehende Kräfte, die viele Menschen, die Yoga üben, erfahren. Eine größere Feinfühligkeit, eine Sensibilität. Menschen können auch manchmal Aura sehen, sie können Stimmungen spüren, sie können Feinstoffwesen spüren, sie können Wesenheiten in Bäumen oder an Quellen oder in der Natur spüren. Sie können vielleicht sogar Anwesenheit von Verstorbenen spüren. Manche Menschen haben die Fähigkeit, auf Astralreise zu gehen, in der Meditation, in der tiefen Entspannung, den Körper zu verlassen, sich selbst und andere von oben zu sehen. Manche haben Ahnungen in die Zukunft und können plötzlich wissen, was als nächstes passiert. Manche haben Déjà-vu-Erlebnisse. Manche Menschen entwickeln heilende Fähigkeiten in den Händen. Es ist gar nicht mal so selten, dass Menschen, die Yoga üben, irgendwo merken, da ist Energieausstrahlung. Braucht dazu noch nicht mal notwendigerweise zusätzliche Reiki-Einweihungen. Man regelmäßig Yoga-Übungen übt und dabei die richtige Ernährung übt, werden die Hände auch heilend werden. Das kann man für seine Kinder nutzen, für seinen Partner und wenn es für die Kollegen okay ist, auch indem man die Hände mal auf die Schulter auflegt. All das kann Heilwirkungen haben. All das kann man nutzen, eben zum Wohl anderer. So kann man mitfühlend sein und kann was Positives in der Welt benutzen. Dafür sind es Chancen. Natürlich, und es bestätigt einem auch auf dem spirituellen Weg im Sinne von, ja, es gibt eine andere Wirklichkeit, es gibt eine höhere Wirklichkeit. Wer einmal seinen physischen Körper verlassen hat, die Welt von oben gesehen hat und dann vielleicht Sachen gesehen hat von oben, die er vorher nicht gesehen hatte und nachher nachschaut, der weiß, ich bin nicht der Körper und ich bin auch nicht das Gehirn. Bewusstsein ist möglich außerhalb des Körpers. Und diese Erfahrung bleibt mit einem. Und da kann die Gehirnwissenschaft erzählen, was sie will. Man hat einmal seinen Körper verlassen, ist in ein anderes Zimmer gegangen, hat sich gemerkt, was dort auf dem Boden war oder irgendwo versteckt war. Und geht dann nachher hin, schaut nach und es stimmt. Ab da weiß man, ich bin nicht nur Hirn. Oder wer schon mal die Zukunft geschaut hat, und das nachher sich manifestiert, der weiß auch, ja, wir sind nicht nur in der Gegenwart, wir haben die Fähigkeit, in eine andere Dimension einzugehen. In diesem Sinne sind Siddhis etwas sehr Positives. Sie können aber auch Gefahr sein, immer dann Gefahr, wenn sich das Ego drauf stürzt, wenn man so stolz drauf ist, ah, was bin ich doch einfühlsam, oder man ist dann so stolz drauf, ja, was kann ich nicht alles für großartige Dinge. Oder was bin ich für ein großer Heiler? In diesem Sinne kann es auch eine Gefahr sein. Meine persönliche Meinung ist, dass oft die Gefahren etwas übertrieben werden. Meine Erfahrung ist mindestens mit modernen spirituellen Aspiranten, mindestens die zu mir gehen, dass häufig mehr das Problem mangelndes Selbstvertrauen und seltener das Problem dickes Ego. Daher meine ich, man braucht da nicht zu viel Ängste davor zu haben.